Huhu, hier wieder beim Koali und beim Tanzenden. Lestrak Dark. In der Secret World. Macarena. Das passt so richtig cool zur Hintergrundmusik. Ja, die höre ich ja nicht. Ich habe ja Musik ausgestellt. Ja. So, was machen wir jetzt? Gute Frage. Machen wir die Quests von der oder machen wir jetzt erstmal die hier drinne die Hauptquest? Wir können die Quest von ihr ja ruhig machen, ja. Ja, dann die erste zuerst. Die mit dem Geister und die Dunkelheit. So. Filmsequenz. Dreckshund draußen als Klappe. Wir leben in Frieden und Traurigkeit, die Geister und ich. Wie in einem Altenheim, nehme ich an. Wir leisten uns Gesellschaft. Das mit denen in der Mine? Das ist eine andere Geschichte. Eine echte Gruselgeschichte. Sie waren nicht nur Eds, Leute. Sie waren unsere Freunde. Meine Soireen waren berühmt in Kingsmouth. Ein Hauch New Yorker Glamour in der Provinz. Deshalb ließ ich den Pool anlegen. Und nein, es waren keine Partys, wo man seine Schlüssel in eine Schale legt. Ich weiß, sie sind da und leiden. Muss sehr einsam sein unter den alten, kalten Steinen. Und früher, als ich das Haus noch verließ, wollte ich die Stimmen zum Schweigen bringen. Ich habe alle Priester, Medien und paranormalen Ermittler in Maine angerufen. Und kein einziger blieb über Nacht. Sogar die Indianer und das Amy-Mädchen haben ihren Hokuspokus angeboten. Damals habe ich gedacht, die haben Nerven, angesichts der Rolle, die sie bei der Sache hatten. Aber vermutlich wollten sie einfach nur helfen. Manchmal, wenn der Wind aufzieht, höre ich die Jungs in der Mine singen. Aber den Text verstehe ich nie. Hm. Und wir fragen uns alle, warum war das Zwischensequenzbild dreckig? Sorry, mein Bildschirm ist kaputt. Hier ist das Bild auch dreckig, merke ich gerade. Vielleicht liegt es an meinem Bildschirm. Nein, ist es nicht. So. Erlösung benutzen. Ah, du machst es gerade schon. Ohne Geheimtür. Hm. Was war das hier? Illuminatenzeichen, ne? Ja. Was steht da? Sun's dead. Okay. So, die Story Quest drinne haben wir jetzt erledigt. Die alte Zeitung auf Mrs. Fragments Schreibtisch müssen wir noch begutachten. Ja, ist aber nicht die Story. So, die Polizei von Solomon Country hat die Mine geschlossen. Oh Gott, nein. Freiem Fuß, okay. Alles klar. Zur Mine gehen, ne? Das ist diese böse Quest, wo du sagtest, wir müssen dann noch zur Mine. Ach, da müssen wir auch zur Blue Ridge Mine gehen. Ach so, hier, okay. Ich habe die Notizen auch noch nicht begutachtet übrigens. Kommt man hier nochmal rein? Öffnet sich. Okay, wie auch immer du das gemacht hast. Ich bin halt einfach gut. Oh, die Tür schließt sich. Oh nein. Jetzt bist du drinnen eingesperrt. Oh Gott. Ich gehe jetzt. Hahaha, ha, ha, ich hab einen eigenen Koali. Jeder will seinen eigenen Koali haben, ne? Außer du willst einen eigenen Koala haben. Das ist korrekt. Ich habe ja einen eigenen Koali schon. Ja. Ah, hast du gefunden, Gigi. Ja, voll schwer. Aber wie man reinkommt, weiß ich immer noch nicht. Da oben, das Bild, die Erlösung. Da kommt. Das mit dem Dämon hier. Da hingehen und U drücken. Ah, ja. Na gut. Dann müssen wir jetzt für beides zur Mine. Das ist ja ultra lustig. Ultra lustig. Naja. Wow. Ich habe noch nie so ein gutes Lachen gehört. Ne?
Ich habe jetzt einen neuen Skill erstmal, den rüste ich jetzt erstmal aus hier. Wie würde mein Bekannter sagen? Richtig männlich. Okay. Ja, der ist so eine, der sagt immer männlich. Ich glaube, er ist 1,60 groß. Das heißt ja nichts. Ja. Das ist wie ein Fliegenschwarm, wenn er sich mit einem anlegt. So. Ab zur Mine. 400 Meter. Oh, jetzt kommt mir die Cola wieder hoch. Fürchterlich. Also wirklich, so schrecklich sehe ich jetzt auch nicht aus. Aber mit dieser Maske? Also ich weiß nicht. Heute ist übrigens wieder ein Zopftag. Aha. Also wo die Haare mir so auf den Sack gehen, dass ich sage, ich mache mir einen Zopf. Müssen wir hier oben rum? Nee, oh, ich habe schon wieder was gepult. Danke. Ich sag's dir, der geborene Tank. Nervig. Hab das Video übrigens nicht gefunden, wo du Musik machst. Tja. Und ja, ich hab's wirklich gesucht. Ist auch schwer zu finden, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Hast du es denn gefunden oder weißt du, wo es ist? Ich weiß, wo es ist, ja. Kannst mir irgendwann mal den Link schicken. Ich würde dich echt gerne mit langen Haaren sehen. Tja. Wer würde das nicht gerne? Ich glaube, Jan wäre es ziemlich egal. Das glaube ich nicht. Tief in seinem Herzen möchte er das auch. Er weiß es nur nicht. Crit! Hast du den Crit gerade angeschmissen? Nee, es war gar nicht meins. Nee, ich glaube eher, Jan möchte tief in seinem Herzen recht haben. Wollen wir das nicht alle? Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Ein bisschen was? Kennst du Bluna nicht mehr? Wie alt warst du? Ach nee, du warst 10 Jahre jünger als ich. Das war eine Limo. Gab's früher. Okay. Ja, deswegen auch die Sesamstraße oder was? Die gibt's heute noch. Die Teletubbies kennen. Ja, fürchterlich. Das war mit der Anfang des Untergangs des Kinderfernsehens. Als ich noch klein war, gab's noch coole Serien wie den Lila Launebär und so. Was ist das? Ja, ja, siehst du mal. Kennst du schon alles nicht mehr. Captain Baloo und seine Crew. Oder auf dem englischen Sender damals, ich konnte kein Englisch, aber ich habe es trotzdem geguckt, DJ Cat Show. Okay. Die war super. DJ Cat Show auf Sky. Damals, wo Sky noch kein Bezahlsender, sondern ein frei empfangbarer englischer Sender war. Okay. Ja. Ich habe als ich klein war Chucky geguckt. Oder Freddy Krueger. Yeah. Was für Kinderserien. Ich glaube das erste Mal mit 6. Okay. Das ist eine vermurkste Kindheit. Warum? Ich fand, hab ich da echt viel gelernt. Zum Beispiel, dass man Puppen nicht trauen sollte. Na, siehst du mal, du hast direkt mal falsche Sachen gelernt. Puppen sind cool. Nein, Puppen sind das Böse. Sie können lebendig werden und ihr wehtun. Das ist so falsche Sachen. Das stimmt nämlich gar nicht. Und dass Träume schön sein können. Das musstest du erst lernen? Ja, ich habe selten Träume und wenn, sind es meistens Albträume. Ja. Ob da jetzt irgendeine Verbindung besteht dadurch, dass du als Kind ganz viele Horrorfilme geguckt hast, will ich jetzt mal nicht beleuchten. Das sind doch keine Horrorfilme gewesen. Doch, klar. Okay. Hat ein Krönchen. Ja, was soll's, schön. 4000 Lebenspunkte aber nur, das kriegen wir hin. Er hat weniger wie ich. Ja, und er hat keinen Heiler. Ja, wissen wir nicht, kann ja unsichtbar sein. Unsichtbarer Heiler. Ich glaube, das wäre richtig mies im PvP. Ja. Genau, Quali, willst du hier eigentlich irgendwann mal das PvP zeigen? Nee. Ich hab gehört, das soll jetzt nicht scheiße sein. Oh, ist es auch. Hast du schon probiert, ja? Ja.
Ich wollte die Rüstung haben, die man da kriegt. Kriegt man eine Rüstung? Hm? Musst du dann nicht gewinnen für oder so? Hm. So und so viele Kills, glaube ich, war das. So, hier, Mutter. Ich glaube, wir sind hier absolut falsch. Ja, ich sehe es schon. Ich glaube, hier doch, da hinten müsste doch noch ein Weg links nach oben gehen, oder? Ja, kann sein, stimmt. Ich bin der kopflose Gentleman. Ich bin der kopflose Gentleman. So, Feuer frei. So, da hinten geht's noch links hoch. Das müsste doch eigentlich vernünftig funktionieren. Was ist denn das da hier? Das ist irgendwie... Oh, die machen Liebe. Genau so macht man Liebe, Kinder. Ich will auch machen. Los, mach's bei mir. Los, 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 los. Nee. So viel Sand und keine Förmchen. Wie bitte? Kennst du nicht den Witz? Nein. Das ist eine Schildkröte, die läuft durch die Wüste. Hm? Dann sagt man, nee. Und dann fragt man, warum sagst du denn immer, nee. Dann sagt die Schildkröte, nee. So viel Sand und keine Förmchen. Klingt sehr plattdeutsch. Tja. Also das nee. Kannst du plattdeutsch? Nein. Ja, Englisch. Englisch können, aber kein Plattdeutsch, ne? Das ist ein meilenweiter Unterschied. Du meinst, weil Plattdeutsch komplizierter ist? Für meisten? Keine Ahnung, ob es komplizierter ist, aber... Das eine schließt jetzt nicht aus, schließt nicht ein, dass man das andere kann. Naja, ich kann Plattdeutsch wenigstens. Ich kann ja auch Englisch und kein Finnisch. Kannst du nicht? Nö. Jetzt habe ich ein ganz anderes Bild von dir. Kannst du mal sehen. Was kannst du noch für Sprachen? Altgriechisch, Latein und Hebräisch. Hebräisch? Ja. Ist das so eine Muslimsache? Nein. Ach stimmt. Ich glaube, das Alte Testament ist in Hebräisch, ne? Korrekt. Ich weiß nicht mal, woher ich das weiß. Tja, also irgendwo hast du mal gut aufgepasst. Vielleicht in der Schule bei Rallye oder so. Da habe ich geschlafen. Vielleicht einmal in deinem Leben nicht und dann war es das. Na, Religion habe ich immer geschlafen und habe immer eine 2 gehabt. Ist das so? Religionsunterricht wurde bei uns sehr halbherzig unterrichtet. Das ist traurig. Der Lehrer hat gesagt, von welcher bis welcher Seite wir lesen sollen, hat sich hingesetzt und Zeitung gelesen. Ich kann mal wieder nichts machen. Hallo, ich würde gerne auf dieses Ding schießen. Na gut, dann heile ich mich halt. Heilen geht auch nicht, super. Hallo? Irgendwie, manchmal? Ist das Spiel ein bisschen, also, ich stand hier die ganze Zeit und drück blöd auf den Knöpfen rum, aber es passiert nichts. Ja, das ist nicht nur manchmal. Traurig ist das, traurig. Manchmal zeigt er auch die Animation und macht nichts. Mhm, das ist mir noch nicht so oft passiert. Er hat uns betäubt. Oh, der hat einen Totenkopf. Warum auch immer. Da geht er ziemlich schnell down. Ist ein Crit angeschmissen? Nein. Gut. Da kommen noch sehr viel mehr.
Ja, ich sehe das da schon kommen. Au! Entschuldigung. Warst du das? Nein, kannst du mich nicht stunnen. Angewohnheit. Also ich mach, glaube ich, wenn Damage Diener würde, glaube ich, noch mehr Schaden machen, aber... Blau, konzentrierte Klinge. Mhm. Oh, besser als meine, Bedarf. Hast du gekriegt? Ja. Sehr gut. Mal gucken. Oh, Durchdringungswert. Wäre mich gebunden? Klar, deswegen nehme ich sie. Sieht nice aus. Bisschen wie ein Ex-Menschenschwert. Oh Gott, ist die hässlich. Ich finde die lustig. Sieht ein bisschen aus wie eine Keule. Scheint aber auch von den Stats gut zu sein, ne? Ja. Das hättest du ja nicht genommen. Hier, du vernachlässigst wieder deine Arbeit hier. Nein, ich wurde gestunt. Meinst du, wir halten das noch 20 Stunden durch? Wie 20 Stunden? Na, das aufnehmen. Heute noch? Nee. Wegen deinem Buff. So. Ich hab gedacht, ich bin in 20 Stunden auf. Nee. Was wohl gruseliger an der Aussage? Dass ich das wirklich angenommen habe oder dass ich es wirklich mitgemacht hätte? Sowohl als auch, denke ich. Sind sie bei dir eigentlich auch gelbe Zeichen? Welche Zeichen? Die neben dem Namen. Links neben dem Namen. Hä? Okay. Der Punkt bei dem hier. Nee, das ist weiß. Okay, bei mir sind die gelb. So immer das heißt. Schwierigkeit. Das heißt, für mich sind sie nicht schwierig und für dich schon, oder was? Ja. Kannst mal sehen, ich bin viel OP'er als du. Habe ich nie bestritten. Der ist auch weiß. Ja, ich hab's verstanden. Obwohl ich 1000 Mal umgeskillt habe schon. Weg mit dir. Brauchst du was Heilung? Ja. Bitteschön. Zack. Solo-Instanz. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird lustig. Wieso? Keine Ahnung. Ich habe jetzt, glaube ich, mit der Skillung hier gar nicht mehr so viel Angst vor Solo-Instanzen. Okay. Also meinst du, gegen den schwarzen Mann hättest du auch bessere Chancen? Mit der Skillung hier auf jeden Fall, ja. Hassmaschine. 8000, was hat der? 84.000 Leben? Nee, danke. Ach ja, und aufpassen. Nicht den Dingern über den Weg laufen, die kann man nicht wegtöten. Ja, was denke ich mir mit 84.000 Leben? Mit Male habe ich richtig Schwierigkeiten gehabt, einen von denen zu töten. Ich probiere jetzt mal, ob mein Skateboard das ganz gut hinkriegt hier. Ja. Nee, kann ich hier nicht benutzen. Schade. Deswegen ist das hier wahrscheinlich auch eine Sneaky Quest. Oh, ne? Wissen. Du hast ein Wissen gefunden? Natürlich habe ich Wissen gefunden. Aha. Ich bin der mächtige Lestrak Dark, natürlich finde ich Wissen. Ich habe noch kein Wissen gefunden. Da oben ist Wissen, aber wie komme ich da hin? Da ist auch noch Wissen. Da kommt die Hassmaschine wieder. Ich glaube, da muss ich mich wieder verziehen, ne? Kommt die jetzt wieder hier rum?
Ja, kommt sie. Oh, Wissen. Erfolg gescheitert. Ach, leck mich doch. Lass mich raten, der Erfolg scheitert, wenn die dich sehen. Nein, wenn du in eine der Fallen reintappst. Und wahrscheinlich auch, wenn sie dich sehen. Okay, anscheinend sehen sie dich, wenn du in ihre Lichtdinger kommst. Also wenn du ins Licht gehst und sie in der Nähe sind. Mhm. Hat geklopft und jemand guckt durchs Fenster. Gruselig. Ja, hab mir den Mittelfinger gezeigt. Hat er gegen die Stirn geklopft mit dem Finger und ist dann gegangen. Hä? Ja, diese spinnst du mit dem Finger gegen den Stirn. Ja, schon klar. Okay. Der war ein Bekannter von mir. Deswegen. Da darf ich das. Oh, hier sind ganz viele Störgeräusche. Aua! Mein Erfolg ist auch gescheitert. Oh. Nicht gegen die Dynamitstangen laufen. Ich suche gerade das Bild von dem einen Typen. Wo soll das denn sein? Ich dachte, du warst hier schon mal. Die Quest habe ich noch nicht, die gelbe. Story Quest mäßig war ich hier schon, ja. Okay. Hast du das Bild? Ach, da, oh Gott, da hinten ist das Bild. Ich habe hier Dynamit eingesammelt, warum, wofür auch immer das gut sein soll. Jetzt muss ich wieder zurück zu dem Leichnam. Da kommt die Hassmaschine schon wieder. Soll sie doch bei der Hassmaschine sein, ist mir ziemlich egal. Solange sie mich in Ruhe lässt, kann sie hassen, was sie will. Die ist mit ihren 1000 Milliarden Lebenspunkten gar nicht so. 1000 Milliarden? Dim, 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 dim. Okay. Hier muss ja irgendwo das Bild drin sein, in diesem Raum. Ist das in dem Raum mit diesen 1000, mit ja, den zwei... Ja, ist in dem roten Ding. In dem roten Ding? In dem roten Ding. Kannst aber an den Rand hingehen und das dann anklicken. Ah. Okay. Christmas 1970. Ist klar. Und warum nochmal muss ich das jetzt zu den Überresten legen? Egal. Weil der Geister sehen wir doch vergessen, wie er aussieht. Ach ja. Als ob ich keine anderen Probleme hätte, als einem scheiß Geist zu zeigen, wie er aussieht. Natürlich hast du keine anderen Probleme. Dafür gibt es schließlich Schwarzbarren. Ja, korrekt. Und die wolltest du ja unbedingt. Jep. Vor allen Dingen XP gibt es auch. Ich bin ja automatisch hier leise, ne? Sieh sich das alle an. Das war ein großartiger Tag. Wie gefällt dir das, Rigsby, du untoter Hurensohn? Wenn du unterwegs bist, da gibt's kein Weihnachten mehr. Hm. Immer bei diesen scheiß roten Dingern. Ja, es ist sehr leise hier. Ich bin leise? Nee, nee. Okay, gut. Ich wollte gerade anfangen zu schreien. Schrei. Okay. Okay, ich bin tot. Okay, hier geht's wahrscheinlich.
Zu dem Billy Wardrow muss man diesen langen Gang entlang wahrscheinlich, ne? Da musst du in diesen großen Raum. Welchen großen Raum? Genau. Also gleich, wenn du direkt geradeaus gehst, wo du reingekommen bist. Ja, da war ich gerade, da ist aber nichts. Doch, da hinten bei einer, die mitten im Zentrum des Raums, bei diesem einen Dings, wie heißen die Dinger nochmal, die auf den Schienen da fahren? Lore. Ja, bei so einer Lore ist er dran. Ja, ich traue mich wahrscheinlich nur nicht hier reinzulaufen, deswegen. Da läuft nur einer rum im Kreis. Ach, da hinten? Hm. Okay. Ich will auch das Wissen haben, was da oben ist. Da müssen wir wahrscheinlich durch den langen Gang da hinten lang, wa? Ja, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg. Oh, da muss was weggeräumt werden. Kein Problem, ich habe Dynamit eingesammelt. Ach, du auch? Explosion in 3, 2, 1 und ich wurde erwischt. Aber es war. Was mit der Dynamit? Wo ist denn jetzt dieser scheiß Flachmann? Ach, in dem Dynamitraum? Meh. Jimmy Rigsby's Überreste finden. Ach ja. So viel Sand und keine Förmchen. Oh, 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 oh. Da kommt einer. Immerhin, so eine komische Maschine hat mich noch nicht erwischt hier. Ist der Flachmann? Gibt es hier irgendwo einen Flachmann? Flachmann! Ein Flachmann kann doch ziemlich klein sein. Wieder, ne? Bei dem roten Ding. Aber dafür muss ich ja hier mitten zu den Teilen hin. Vielleicht hier außen. Ja, aua. Jetzt bin ich tot. Wie kommt man denn da hin, ohne dann in die Luft gesprengt zu werden? Gar nicht. Doch, es muss da einen Weg geben. Ja, aber dafür wärst du nicht dabei, wärst du in die Luft gesprengt. Oh, klasse, das Licht ist auch überall ausgegangen. Oh, hier ist... Okay. Und ich muss nochmal zurück Dynamit holen. Okay, krass. Wenn ich sie anleuchte, dann... okay. Oh, ich hasse dieses perfekte Dynamit. Okay. Wo ist Dynamit? Das hier ist nicht wieder da? Okay. Hm. Muss ich ganz schön nicht zurück. Wo finde ich denn jetzt Dynamitstab? Respawnt das nicht? Anscheinend nicht. Das ist scheiße. Ja, hier, da ist ja noch ein Gang. Nur sein, dass ich da rein muss. Dann lass ich den erstmal rausgehen. Leuchte ihn direkt an, dann wird er geblendet. Geh an ihm vorbei. Kannst du ihn anleuchten? Ja, ja, so ein Bergarbeiter-Fan findet man. Scheiß Dynamit, das geht mir so am Piss. Koali, solche Ausdrücke von dir? Warum nicht? Wenn andere das dürfen, darf ich das auch. Okay, ist doch egal. Ist doch zum Kotzen! Das macht ein bisschen Schaden, aber es tötet einen ja nicht. Doch, mich tötet es sofort. Was? Ron hittet dich? Ja. Ich brauche zwei oder drei Treffer, damit ich damit gefährlich für mich wird. Die schwarzen Dinger schlimmer. Welche schwarzen Dinger? Ja, die diese befallen und alles machen. Hä? Genau. Oh, ich hatte noch zwei Glyphentaschen, sehe ich gerade. Naja, aber Dynamit habe ich. Ja. Hm. Wo könnte denn noch Dynamit sein? Ja, eindeutig nicht. Das ist es. Zu schade, dass mein Mution noch vor mir gestorben ist. Hm. Stufe abgeschlossen.
Der verbunden. Ich gehe noch mal in einer der vielen Klauen. Ich glaube, ich gehe noch mal in den Ping-Pong-Raum. Und such da. Ping-Pong-Raum? Ja, Dynamit. Werde ich durch die Gegend geschlossen, wie beim Ping-Pong. Ah, dass er hier hinten könnte. Ach so, okay, ja, haut mir die Hälfte weg. Okay, hier ist nichts. Das wird wieder eine überlange Folge hier. Wie kommt man denn da hinten hin? Ja, okay, wenn man gewone-hitted wird, dann ist es natürlich wahrscheinlich richtig scheiße. Rüberspringen vielleicht. Okay. Ja. Yeah. Okay, ich bin auch getötet worden von meinem eigenen Dynamit. Von deinem eigenen? Ja. Nee, bin ich doch nicht. Ich hab's überlebt gerade so. Es sah so aus, als ob ich getötet worden wäre. Hier geht's hoch zu dem Wissen, okay. In dem ersten Raum gibt's nämlich noch eine zweite Abzweigung, die führt dich nach oben. Okay. Er hat für Jimmys Jähzorn gebüßt, so wie wir alle. Jimmy Rigsbys Überreste finden. Okay. Diesmal wird nicht angezeigt, wo der ist. Dann ist er ganz in der Nähe vielleicht. Hm. Ich warte erstmal und heil. Das sieht für mich eher so aus, als ob ich jetzt nicht kämpfen müsste. Na, erstmal nehme ich mir das Wissen. Oh, Wissen, das Koali nicht hat. Oh, das schmeckt so süß. Ich würde jetzt erstmal nur gerne wissen, wie ich ohne Dynamit jetzt hier durchkommen soll. Vor allen Dingen, wie soll ich das Dynamit da befestigen, ohne auf die Frelle zu treten? Gute Frage. Verliert ihr überhaupt Leben? Ja, aber sehr, sehr langsam. Wissen. Okay. Wie soll ich da jetzt durchkommen ohne Dynamit? Respawnt das Dynamit denn jetzt in den einen Dingens? Nein, da? Du musst einen anderen Weg finden. In dem ersten Raum, in dem du die erste Leiche gefunden hast, da gibt es noch eine zweite Abzweigung, da musst du durch. Okay. Gott, hält der viel aus. Der heilt sich auch noch, dieser Wichser. Was, der heilt sich? Das ist ja fies. Nee, nicht wirklich viel. Aber genug, damit es nervig wird. Okay.
Der läuft da hinten rum, okay, da kann er ruhig reinlaufen. Oh, endlich. Oh nee, jetzt bin ich tot, oder? Ja. Gut, ich breche das Ganze mal an dieser Stelle ab und wir machen das in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, fahren euer Koali und euer Westragtag. Tschüss.